Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Craft the World. Ja, die letzten beiden Folgen, da ist ja bei uns die Katastrophe ausgebrochen. Da hatten wir ja nur Probleme mit diesen ganzen Viechern, mit den ganzen Monstern, die gekommen sind. Ja, aber das Problem, das hat sich jetzt, glaube ich, so langsam ein bisschen... Ich sag mal so, ich glaube, jetzt ist wieder ein normaler Zustand. Dieses Vieh hier von dem Altar, das macht mir bloß immer noch ein bisschen Sorgen, sag ich mal so. Weil, ja, wenn das alles hier dann nachher Sand ist, ich glaube, das ist nicht unbedingt gut. Denn so, hier haben wir auf jeden Fall Buch des Magiers bekommen. Also, guck mal, wie viele Bücher ich hier schon habe. Ne? Eigentlich müsste ich die langsam mal einsetzen, aber wenn die Zwerge die ganze Zeit immer sterben, bringt das nicht unbedingt viel. Weil, ja, dann verdienen die natürlich auch ihre Skillpunkte oder generell, was ich halt denen auch gegeben habe, ne? Das ist dann so ein bisschen schade auch. Ja, also wie gesagt, das mit den Büchern, die werde ich wahrscheinlich dann erst später einsetzen. So, Kristalle sammeln wir erstmal ein paar. So, schläft er schon? Ja, der schläft schon. Aber es hat sich jetzt erstmal alles normalisiert, ein Glück. Also wie gesagt, die letzten beiden Folgen waren ziemlich chaotisch, würde ich erstmal so sagen. Also heute, glaube ich, ist unser Glückstag. Oder auch nicht. Oh Mann, was ist denn hier? Portal Teil 0 von 5. Ah, das ist dieses Portal, was man dann nachher braucht, um als Mehrspieler, im Mehrspielermodus nachher zu spielen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Ja, da werde ich, glaube ich, erstmal nicht hingehen. Also hier haben wir auf jeden Fall erstmal Silbererz schon mal gefunden. Das sind diese komischen Punkte hier. Ja, ich werde angegriffen. Ja, gibt Schlimmeres. Ich bin jetzt hier gerade dabei, die Höhle zu erforschen. Oha, die ist aber ganz schön hoch. Boah, ich mag diesen Stein hier. Das möchte ich unbedingt für meine Basis haben. Das werde ich hier alles abreißen. Alles! Hier links geht es noch weiter. Ah, hier sind bloß noch mehr Viecher. Ja, Dann werde ich wahrscheinlich... Machen wir erstmal hier weiter wie bisher, würde ich erstmal sagen. Dann ziehen wir weiter. Ich baue erstmal bis hier. Dann baue ich nämlich hier weiter. So, perfekt. Ich brauche ein paar Leitern noch. So. Dieses Vieh hier, ne, das nervt. Naja, ich lasse es erstmal da im Kreis rumlaufen. Also das greife ich auf jeden Fall nie wieder an, ne? Damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ja wirklich schrecklich. Ich frage mich jetzt gerade, was überhaupt das maximale Level an Zwergen ist. Oder generell maximale Level. Wenn einer das von euch weiß, dann kann das ja einer von euch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Kann ich mir das mal angucken? Warte, ich wollte jetzt hier nichts abbauen. Ich wollte hier eigentlich bloß ein bisschen bewegen. So, da müssen wir nochmal ein bisschen Erde hinsetzen. Und wir haben wieder einen weiteren Pilz gefunden. Was macht der hier eigentlich unten? Findet er den Weg nicht? Sieht ein bisschen so aus. Wie diese fetten Viecher immer ankommen, ne? Das nervt irgendwie langsam ein bisschen. Oh Mann, da kommen schon wieder Viecher. Also so langsam gehen die ein bisschen auf die Nerven. Ich frage mich gerade, wann man die besseren Türen bekommt, Falltüren. Oh, kommen die erst so spät? Noch habe ich sie nicht gesehen. Hier gibt es auf jeden Fall eine Innentür. Interessant. Hier kommen erst die Eisentüren. Oh, so spät. So
So lange muss ich mit den Holztüren auskommen. Ach, komm schon. Ja, auf jeden Fall Schlösser kann ich erstmal machen. So ein paar Stück. Jetzt habe ich nämlich hier neue Sachen, die ich craften kann. Eine Truhe, die braucht man immer. Denn Holzmauern, oh ja, dann kann ich endlich hier mein Haus anfangen zu bauen. Okay. Wobei, die Sachen möchte ich eigentlich ungern bauen. Ich glaube, ich crafte mir erstmal noch mal ein paar Rucksäcke. Da sind sie. Oder ein Rucksack, wohl eher gesagt. Wo ist er? Da ist er. Ja, kann ich eigentlich irgendeinen geben, ne? So, okay. So, dieses Vieh nervt immer noch ein bisschen. So, dort eine Fackel, dort eine Fackel. Dort einfach mal Erde hingesetzt. Der baut einfach nur das ab. Statt der mit angreift. Okay, jetzt greift er wenigstens mit an. Ja, jetzt erzählen sie gerade wieder ein bisschen. Ich denke mal, die müssen sich noch ein bisschen austauschen von den letzten beiden Folgen. Das ist ja der Weltuntergang gewesen. Wie gesagt, ein Glück, dass die Zwerge mal gleich wieder spawnen. Dass das nicht ganz so lange dauert. So, wir brauchen erstmal hier. So. Koch. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich langsam mal alle Bücher. Einmal wieder hinbauen. Dankeschön. Okay. Hat anscheinend keiner Bock, gerade was da hinzubauen. Weil die nämlich gerade alle beschäftigt sind, hier ein bisschen was zu machen. So, hier ist auf jeden Fall ein Höhlengang. Nicht unbedingt das, was ich jetzt gesucht habe. Da auch geradeaus runterbauen, dann kommen wir nämlich hier nicht hin zu diesen Viechern. Mann, das sieht auch ein bisschen gefährlich aus, sag ich mal so. Da gehe ich glaube ich erst im späteren Spielverlauf auf hin. Aber dann haben wir wenigstens das schon mal gefunden, das Portal. Das ist direkt unter unserer Basis, okay. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann baue ich nämlich hier überall unsere Basis denn rein. Oh Mann, das wird ja richtig cool. Dann stellen die da die ganzen Dinger her. Fackel hinsetzen und hier einfach runterbauen. Dann haben wir das schon mal. Hier können sie Wasser sammeln. Zwerge sind hungrig. Ja. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich kann erstmal die ganzen Ratten töten. Wie die alle darauf einhämmern. So. Was kommt da eigentlich raus? Da kommt glaube ich immer Weizen raus, ne? Ja, Weizen kommt da raus. Ganz schön viel, sogar Wurzeln. Weizen und Wurzeln, okay. Aber diese Banner sehen doch übelst cool aus. Oder generell hier die Statuen. Oder die Vasen. Sieht eigentlich alles richtig cool aus. Okay, da ist gerade ein Zwerg runtergefallen. Ja, lass ihn nicht vermeiden, sag ich mal so. Neue Treppen wollte ich jetzt gerade. Oder Leitern wollte ich jetzt gerade sagen. Aber ich sehe gerade, wir haben mal wieder kein Holz. Wo haben wir denn Holz? Oh.
Vor allem, wenn ich weiter hinten bin, dann sind das solche kleinen Bäume, aber wenn ich ranzoome, sind es immer solche richtig fetten. Gut, dann gehe ich da auf jeden Fall erstmal hoch. Baue hier erstmal alles ab. So, das Vieh angreifen, das Vieh angreifen. Das Vieh angreifen. Gut. Dann haben die da erstmal genug zu tun oben. So, dann haben wir hier erstmal ein bisschen Zeug. Ja, aber ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.